SUV der Luxusklasse und Skiurlaub in der Bentley Lodge. In diesem Video darf ich dich mitnehmen in einen sehr exklusiven und ganz außergewöhnlichen Skitrip. Viel Spaß mit diesem Video. Angekommen. Drei Bentley Bentayga, drei verschiedene Farben. Ja, wir haben uns für einen entschieden, das wird der allererste werden. Und jetzt geht's mit dem V8 los vom München Flughafen. Zunächst einmal zum Tegernsee. Also, lass uns mal ins Auto schauen. Und das ist auch mein erster Bentley-Eindruck. Und es ist einfach unglaublich. Schau dir dieses Cockpit mal an. Was für eine Verarbeitung. Und ja, ich freue mich drauf, das Ding jetzt mal zu fahren. Zack, jetzt sind wir uns drin. Die allerersten Meter gehen jetzt ab hier vom München Flughafen mit dem Bentayga. Unglaubliches Gefühl. Wir lassen ihn erstmal noch langsam schmoren, die 550 PS. Und gleich kommen wir auf die Autobahn. Die Verarbeitung ist schon mal fabelhaft und man fliegt wirklich. Also hier diese Nähte, der Sound hier drin, richtig gut. Und gleich kommt noch der V8 Sound. Da kann man sich ganz besonders freuen. Ein paar Fakten zum Auto. Ich bin definitiv kein Auto- und Kfz-YouTuber. Da sind andere wie Matthias Malmedy und JP Performance mit Sicherheit die besseren Kanäle. Aber dieses Fahrzeug, was wir hier sehen, hat 550 PS, wie erwähnt, eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden. Und die Aufpreisliste hat sich summiert hier auf einen stolzen Preis von 233.000 Euro. Ja, der Bentayga V8, den wir hier fahren, ist mit einigen Extras versehen. So zum Beispiel die Massagefunktion am Sitz. Einfach hier am Sitz seitlich drücken und dann zeigt dir das Navi genau den Modus an, den du auswählen kannst. Beispielsweise Impuls, Lendenbereich oder Rücken. Und das ist natürlich beim Fahren auch noch ein richtig cooles Gefühl. Allgemein super verwendete Materialien, alle Assistenzsysteme am Start, ein Head-Up-Display. Das macht wirklich Spaß. Also hier ist richtig Ausstattung drin. Und ein guter Motor. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Bentley hat mich angeschrieben und es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, so eine Automarke mit so einem Auto, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich selbst bin noch nie so einen Wagen gefahren und als ich dann heute Morgen am Flughafen München den Wagen hier in Empfang genommen habe, dachte ich mir schon, sehr starker Sportwagen. Ja, und dann hatten wir heute einen kleinen Lunchstop, eine Mittagessenspause am Tegernsee und sind von dort aus weitergefahren. Und da war dann eine kleine Fototour. Das heißt, ein anderer Bentley ist vor mir seitlich gefahren und hat Fotos von mir geschossen und auch Filme gemacht. Der Francesco als Fotograf und der Sammy, der hier hinter der Kamera ist, als Filmer aus dem anderen Auto. Super Fahrt und ich spiele jetzt mal ein paar Bilder und ein paar Aufnahmen davon ein. Das hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt geht's raus vom Achensee aus Richtung Kitzbühel und da ist die Bentley Motors Lodge und das ist die Unterkunft, in der wir uns im Bentley-Style befinden werden. Also wie ich gesagt habe, ein ganz extra vaganter, ganz außergewöhnlicher Skitrip und da darf ich euch dann auch gleich mit hineinnehmen in die Bentley Lodge, die ihr übrigens auch selbst buchen könnt. Das heißt, nicht nur Bentley-Fahrer oder Menschen, die sich einen Bentley kaufen, dürfen in der Motors Lodge unterkommen, sondern auch du ganz normal kannst diese Motors Lodge, die Bentley Motors Lodge buchen. Und die Website dazu ist übrigens unten verlinkt. Jetzt geben wir hier noch mal ein bisschen Gas und dann geht's auf nach Kitzbühel. So, Kitzbühel. Jetzt kommen wir langsam an unserer Unterkunft, nicht weit vom Hahnkammrennen, wenn man dann zum Hahnkamm hier ist. Und unser Ziel des Tages ist in 200 Metern auf der linken Seite. There we go. Schön angestrahlt heute Abend. Zack. Bentley Cars Only. Okay.
So, angekommen an unserem Übernachtungsstopp in Kitzbühel, mit dem Bentayga einen richtig guten Tag verbracht. Leider ist jetzt schon die Sonne untergegangen in Kitzbühel. Die Kitzbühel Bentley Motors Lodge, an der sind wir gerade angekommen. Das ist das Haus, in dem wir übernachten werden. Heute Abend ist nicht mehr viel Zeit für eine Roomtour und es wäre auch zu dunkel. Das heißt, da nehme ich euch morgen mit hinein und wir holen jetzt unser Gepäck aus dem Auto und lassen den Abend gut sein. Wir sehen uns dann morgen wieder und Servus, auspacken! Richtig gute Runde Skifahren, das ist auch direkt hinterm Haus möglich, hat richtig Laune gemacht. Wir haben jetzt ein paar Kurven hier in Kitzbühel in den Schnee gezogen, direkt an der Hahnenkammbahn. Und jetzt geht es für uns nochmal auf in die Unterkunft. Allgemein ein super Trip, super Wetter, tolle Leute, tolle Autos, tolle Unterkunft, perfekte Verhältnisse zum Skifahren. Also mehr kann ich mir nicht wünschen. Auf geht's! Nach dem Skifahren sind wir jetzt wieder in der Bentley Motors Lodge hier in Kitzbühel untergekommen und gleich geht es auch für uns zum Schneemobilfahren. Bevor es aber dahin geht, möchte ich dich einmal gerne in den Bildern hier durch die Bentley Lodge führen. Wie schon gestern im Auto gesagt, ist diese Lodge, dieses Ferienhaus, das Apartment, in dem wir uns hier befinden, auch für jedermann buchbar. Natürlich ist eine starke Verbindung zur Marke Bentley da, aber du musst keinen Bentley besitzen, um hier unterzukommen. Bis zu 9 Personen können hier in der Lodge Platz finden und das sind Zimmern, die nach den Bentley-Modellen benannt sind, also schöne kleine Details, die hier auch die Ausstattung ausmachen und die Lage ist einzigartig, also wirklich 2 Minuten zur Ganzlernbahn und 2 Minuten bis zum Kitzbühel-Zentrum, das alles zu Fuß erreichbar, super gute Lage. Und auch die verwendeten Materialien hier in der Lodge und die Ausstattung spannen wirklich sehr gut den Bogen zwischen Bentley und Tirol, also Tradition und Moderne. 2 ganz besondere Highlights, auf die ich gerne eingehen möchte. Zunächst einmal der Bentley Experience Room, in dem du die Möglichkeit hast, deinen eigenen Bentley zu konfigurieren in den Materialien, Farben, dem Leder. Und auch die Möglichkeit, 2 Bentley-Modelle hier vor Ort Probe zu fahren. Auch das ist im Rahmen der Buchung der Bentley Lodge möglich. Und als zweites Highlight die Verknüpfung zwischen der Lodge und dem KCC, dem Kitzbühel Country Club, der eigentlich ein Private Member Club ist und nur Mitglieder den Club betreten dürfen. Aber im Rahmen der Bentley Lodge Buchung darfst du auch die Facilities, also Spa, Pool, dann die Sauna und auch den Kinosaal und alles, was im Kitzbühel Country Club zur Verfügung steht, mit nutzen. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dir einen privaten Koch mit in die Bentley Lodge zu buchen oder den Frühstücksservice. Das heißt, wenn du nicht kochen möchtest oder eben auch das Frühstück nicht selbst zubereiten möchtest, hast du mit dem Kitzbühel Country Club und dieser Verknüpfung die Möglichkeit. Und jetzt geht's für uns zum Snowmobilfahren. Ich bin schon sehr gespannt, was mich da erwartet und sage Tschüss zur Bentley Lodge und zu Kitzbühel. Ciao, Kitzbühel! Auf geht's, oder? Wie beim Bentley! Coole Erfahrung, mit dem Snowmobile unterwegs zu sein. Bisschen über die Hügel gespringen und die Beschleunigung ist mindestens so gut wie vom Bentayga. Dieses kleine Ding hier hat richtig PS und gibt ordentlich Laune. Macht Bock.
Höhe jetzt mit dem kassiert von Bentley. Heimfahrt nach wirklich ereignisreichen Tagen. Wir haben heute noch mal alles gegeben und alles mitgenommen. Skifahren waren wir, dann noch Snowmobil fahren. Super tolle Zeit. Und ja, ich habe schon gesagt, ein extravaganter Skitrip, ein wirklich ganz besonderer Skitrip. Und mir hat es gefallen. Es waren zwei sehr ereignisreiche Tage. Und jetzt geht leider gleich der Bentayga zurück zu Bentley. Ich kann die Schlüssel nicht behalten. Er geht zu seinem ursprünglichen und rechtmäßigen Besitzer der Firma zurück. Und an dieser Stelle hoffe ich, dass du einen schönen Einblick hattest in eine ganz andere Welt, in eine spannende Welt, in ja, Kitzbühel-Welt, wenn man so möchte. Und jetzt heißt es Abschied nehmen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Ohne Bentayga, ohne 550 PS, aber trotzdem mit sehr viel Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.